Willkommen nach der Niederlage gegen den SC Paderborn. 1:2 hieß es nach 90 Minuten. Wir wollen das Spiel ein wenig aufarbeiten und ich freue mich, dass ich Interviewpartner hier präsentieren darf. Didi Yakunan ist bei mir und der neue Kapitän Karim Agui. Herzlich willkommen. Karim, fangen wir mit dir an. Man sieht euch die Enttäuschung an. Ihr seid eigentlich gut in die Begegnung gekommen. Am Ende hat es dann doch nicht ganz so gereicht. Also, wie groß ist die Enttäuschung bei euch? Ja, wenn man zu Hause verliert, wenn man überhaupt verliert, dann ist man enttäuscht. Gerade beim ersten Heimspiel. Wir haben in der ersten Halbzeit, denke ich, sehr gut angefangen. Auch guter Fußball nach vorne gespielt. Gleich von Anfang an 1-0 gemacht und wir haben wirklich konzentriert und solid gearbeitet. Dann zweite Halbzeit, am Anfang war nicht gut. Wir haben entscheidende Zweikämpfe verloren, wo wir eigentlich gewinnen müssen. Und dann haben wir dieses Weitau bekommen. Am Ende haben wir alles versucht nach vorne, alles reingewerft, aber wir haben es nicht belohnt. Trotzdem jetzt enttäuschend, aber muss man jetzt nicht verrückt sein. Wir wissen, dass wir viele neue Spieler haben. Wir wissen auch, dass wir auch teilweise gute Fußball gespielt haben. Auch wenn man mit der Lage, aber so ist Fußball. Wir müssen einfach weiterarbeiten, wir müssen uns in vielen Sachen verbessern. Und ich bin mir sicher, dass auch in Zukunft anders aussehen sollen muss. Ja, der Trainer hat eben in der Pressekonferenz gesagt, ihm hat so ein bisschen die Entschlossenheit gefehlt über 90 Minuten. Du hast gesagt, ihr seid nicht so richtig aus der Kabine gekommen nach der Halbzeit. Was hat er euch mit auf den Weg gegeben nach 45 Minuten? Ja, eigentlich, wir haben es genau auf die Punkte gesprochen. Der Trainer hat gesagt, dass wir genau so konzentriert spielen müssen, nichts nachlassen und auch beim entscheidenden Zeit auch gerade nach der Pause und auch am Schluss immer. Es gibt Zeit, wo man wirklich mehr aufpassen müssen. Der Trainer hat eigentlich alles gesagt in der Kabine. Wir sind aber die Akteure auf dem Platz und die Tore sind passiert. Wir müssen einfach davon lernen und natürlich diese Kleinigkeit oder auch diese entscheidenden Zweikämpfe auch in nächster Zeit besser lösen müssen. Didi, was man auch gemerkt hat, und Karim hat es gerade gesagt, es war ja nicht alles schlecht, das haben auch die Zuschauer honoriert. Es gab keine Pfiffe oder sonst was, sondern sie haben euch mit Applaus verabschiedet nach dem Spiel. Also es waren ja auch eine Menge gute Ansätze. Was war das für dich für ein Gefühl, das erste Mal jetzt hier in Düsseldorf vor dem Publikum zu spielen? Wie war die Heimkulisse? Ja, na klar, ich probiere mal in Deutsch. Also der Zuschauer war fantastisch und natürlich wir sind ein bisschen enttäuscht, weil wir hier zu Hause verloren. Also für mich, ich habe nicht so viel Chance gekommen. Also war ein bisschen schwer für uns, aber die erste Halbzeit war super, war gut. Und danach, zweite Halbzeit, erste 15 Minuten war ein bisschen komisch, wie er sagt. Und Karim hat alles gesagt, wir müssen positiv bleiben und arbeiten. So, ja. Aus Hannover bist du zu uns gekommen nach Düsseldorf und hast direkt gesagt, ich möchte Torschützenkönig der zweiten Liga werden. Das war schon mal eine Ansage und diese Ansage hast du auch Taten folgen lassen in Köln, gegen Berlin. Köln wäre schön. In Berlin in der 87. Minute der Ausgleichstreffer. Was war das für ein Gefühl, so das erste Tor für die Fortuna zu schießen? Ja, war letzte Woche,
war schön Pass, also ist schön Pass und heute war sehr, sehr wichtig auch zu spielen und wir verloren, so ich bin sehr, sehr enttäuscht und ich wollte mehr arbeiten und mehr machen auf dem Platz. Ich weiß, wir sind nicht, also wir sind 9 Spieler, also 9 Spiele muss, wir wollten der Automatismus viele machen zusammen, also ich glaube, wir haben Zeit und wir können besser machen. Also das, was der Trainer auch gesagt hat, ja, viele neue Spieler, die natürlich erstmal eingebunden werden müssen und man ist dann noch lange nicht am Ende der Aufgabe, diese Spieler auch zu integrieren. Du bist der Kapitän der Fortuna, hast die Kapitänsbinde bekommen und das als neuer Spieler, natürlich als sehr erfahrener Mann. Ich denke, es ist trotzdem eine große Ehre, als neuer Spieler direkt diese Verantwortung zu tragen. Wie siehst du selber deine Aufgabe jetzt auch ja, mit der Binde? Was kannst du den Jungs, vielleicht auch gerade den jungen Spielern, mit auf den Weg geben? Ja, erstmal ist es wirklich eine große Ehre, ein Kapitän von Fortuna zu sein, ein großer traditioneller Verein in Deutschland, mit vielen Fans, auch Tradition. Ja, der Trainer hat mich gefragt, ob ich diese Rolle übernehmen kann. Ja, für mich ist es eine Ehre, wie gesagt. Ich bin sowieso ein Spieler, der verantwortlich übernimmt, auf dem Platz und außen dem Platz. Ob ich jetzt Kapitän oder nicht. Ja, und der Trainer wollte einfach, dass ich diese Rolle übernehme. Habe ich gerne genommen. Aber ich denke, dass wir in der Mannschaft viele erfahrene Spieler, die diese Rolle auch übernehmen können. Die haben die Charisma, die haben auch die Erfahrung, die haben auch diese Macht, wie gesagt, in der Truppe was zu sagen und auch, dass die Truppe hinterher oder mitlaufen. Einer muss diese Rolle tragen und ich denke, dass wir einfach in der Kabine eine sehr gute Mischung haben zwischen erfahrenen Spieler und jungen Spieler. Viele sind neu, aber mit Zeit, ich bin mir sicher auch, dass wir hinkriegen und wirklich einen viel Spaß auf dem Platz für die Zuschauer auch geben können. Wenn ihr Spaß auf dem Platz habt und den Erfolg habt, dann haben die Zuschauer natürlich auch Spaß dabei. Nächste Aufgabe, guck mal nach vorne, DFB-Pokal, erste Runde gegen Rot-Weiß Essen. Ich denke, du hast es mitbekommen, dass es für die Düsseldorfer ein ganz besonderes Spiel ist, weil es da viele Jahre lang eine große Rivalität gab. Ja, natürlich habe ich es mitbekommen. Das ist eine große Rivalität zwischen den beiden Vereinen. Es wird natürlich nach meiner Erfahrung im Pokalspiel ist immer schwieriger. Die erste Runde, weil alle sind motiviert. Und gerade so ein Derby, denke ich, es wird heiß auf dem Platz und auch auf der Tribüne, denke ich. Trotzdem, für uns muss klar sein, dass wir einfach die Qualität haben, unsere Gegner zu schlagen. Und wir müssen einfach mit selbstbewusst hinfahren und breite Brust. Und für uns zählt nur die nächste Runde. Für uns auch. Da freuen wir uns drauf, auf diese folgende Aufgabe. Ihr zwei international natürlich auch schon viele Erfolge gefeiert. Du für die tunesische Nationalmannschaft über 80 Mal im Einsatz. Didier Jakonan war auch bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien mit dabei für die Elfenbeinküste zusammen mit Mathis Bolli. Was hast du da mitgenommen, vielleicht auch für den Alltag in so einem Verein? Was war das für eine Erfahrung und auch Motivation, bei einer solchen Weltmeisterschaft mitzuspielen? Ja, vor ein Spieler ist natürlich ein Traum, so Weltmeisterschaft spielen. Und für mich und Mathis war ein Traum. So, wir haben so viel gelernt und wir waren zufrieden für diese Weltmeisterschaft. Und ich habe viele gemacht da mit Training und viel Spaß und war super für uns.
Und fast hätte es ja auch noch gereicht, um in die K.O.-Phase einzuziehen. Das war ja wirklich eine ganz, ganz knappe Sache damals mit der Elfenbeinküste. Ja, vielen Dank euch beiden. Kopf hoch. Wir haben es eben schon gesagt, die Fans haben euch mit Applaus verabschiedet und das wird sicherlich hier auch der Applaus zeigen. Der Einsatz stimmt, wurde heute leider nicht belohnt. Wir wünschen euch alles Gute für die kommenden Aufgaben, für das Pokalspiel bei Rot-Weiß Essen und natürlich auch für die nächste Auswärtsaufgabe dann in Heidenheim. Und wir sehen uns wieder dann hier in der Esprit Arena, wenn der Gegner der SC Freiburg ist bei uns. Dankeschön an Didier Jakunan und Karim Haguin.